Hallo, ich bin die Esther. Und ich bin Laura und wir arbeiten beide bei der Verbraucherzentrale. Normalerweise kommen wir zu euch in die Schulklassen und machen da Workshops und Seminare mit euch zum Thema Schuldenprävention. Aber heute haben wir uns gedacht, wir machen mal ein Video, damit ihr uns auch sehen könnt, wenn wir mal nicht zu euch in den Unterricht kommen können. Ihr postet bestimmt total gerne und viel in sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram. Und das macht auch großen Spaß. Und da kann man auch mit Freunden in Kontakt bleiben, vor allem wenn man die nicht täglich sehen kann. Aber man sollte in jedem Falle auch Dinge beachten dabei. Da erzähle ich euch eine Geschichte von Lisa. Die war bei einer Party eingeladen, bei ihrer Freundin Greta. Und da waren auch viele andere Freunde dabei. Und ja, an dem Abend, da floss auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Alkohol, als vielleicht gut gewesen wäre. Jedenfalls war sie guter Laune und hat dann halt viele Selfies gemacht von sich und ihren Freunden. Und hat das dann auch bei Instagram gepostet. Am nächsten Morgen wacht Lisa verkatert auf und sieht mit großem Schreck, dass ganz viele Bilder bei Instagram kommentiert worden sind. Sogar auch von wildfremden Männern. Und das war ihr natürlich total unangenehm und hatte sich gedacht, oh Gott, was habe ich denn alles gemacht? Wieso habe ich die Bilder gepostet? Hat aufgrund dessen die Bilder wieder gelöscht und hat sich auch bei ihren Freunden entschuldigt. Und jetzt gilt die Frage an euch, was hätte Lisa anders machen können? Wer möchte, kann jetzt einfach mal das Video stoppen und sich erstmal selbst Gedanken machen. So, dann zeige ich euch das jetzt mal auf Instagram für Android. Und zwar gehen wir erstmal auf die App und unten rechts in der Ecke habt ihr dann ja euer Profil. Dann könnt ihr oben die drei Striche anklicken, um ins Menü zu kommen, und dann findet ihr unten wieder die Einstellungen. Und da suchen wir uns jetzt erstmal Privatsphäre raus. Unter Privatsphäre gibt es unterschiedliche Punkte, aber was eigentlich am wichtigsten ist, ist die Konto-Privatsphäre. Wenn ihr da draufklickt, ist normalerweise voreingestellt, dass ihr kein privates Konto habt. Das heißt, dieses kleine Häkchen ist grau. Das müsstet ihr einmal umstellen. Wenn das dann blau leuchtet, dann habt ihr ein privates Konto. Das heißt, es können nur Leute eure Fotos sehen, kommentieren und euer gesamtes Profil sehen, wenn ihr akzeptiert habt, dass sie euch folgen dürfen. Dann gucken wir mal weiter. Und zwar gibt es da noch den Punkt Kommentare. Da klicken wir jetzt auch mal drauf. Hier kann man jetzt zum Beispiel einstellen, dass man Kommentare von bestimmten Personen blockieren möchte. Das machen wir jetzt hier mal nicht, weil ihr habt sowieso ein privates Konto und nur eure Freunde dürfen euch folgen. Aber wir können hier einen Filter einstellen, und zwar, dass beleidigende Kommentare direkt verborgen werden. Das heißt, Instagram filtert nach potenziell beleidigenden Worten und löscht die direkt. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt, das steht direkt drunter, Markierungen. Bei Markierungen könnt ihr einstellen, ob Fotos, auf denen ihr drauf seid, markiert werden dürfen, also ob ihr da drauf markiert werden dürft. Und zwar könnt ihr hier einmal einstellen, ob euch jeder markieren darf, nur Personen, denen ihr selbst folgt, oder niemand. Da können wir jetzt einfach mal eingeben, Personen, denen du folgst, dürfen dich markieren. Und dann kann man darunter noch eingeben, dass Markierungen immer manuell genehmigt werden müssen. Wenn ihr das anklickt, dann werdet ihr immer von Instagram vorher gefragt, wenn euch jemand markieren möchte, da müsst ihr erst zustimmen, sonst könnt ihr nicht auf einem Bild markiert werden. Und dann wählen wir als letztes noch aus den Aktivitätsstatus. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von WhatsApp. Da kann man sehen, wenn man den eingestellt hat, wann man das letzte Mal online war, und an den Häkchen auch, ob man eine Nachricht schon gelesen hat oder nicht. Das kann man auch bei Instagram sehen, wann ihr zuletzt online wart. Aber ihr könnt das deaktivieren, dann sieht keiner, wann ihr das letzte Mal auf Instagram wart. Okay, und jetzt zeige ich euch nochmal anhand eines Fotos, das wir posten, wie man dabei die Kommentare deaktivieren kann. Und zwar wisst ihr ja mit Sicherheit alle, wie ihr ein Foto postet auf Instagram. Da wählen wir jetzt einfach mal ein Foto von Lisa aus und dann gehen wir auf Weiter. Einen Filter brauchen wir hier nicht, bearbeiten wollen wir es auch nicht, sondern gehen da auch direkt weiter. Und hier seht ihr jetzt unten ganz klein erweiterte Einstellungen. Da klickt ihr einmal drauf und da steht dann oben Kommentare deaktivieren. Wenn ihr das anklickt und das Feld blau ist, dann heißt das, dass keiner euer Bild kommentieren kann. Da steht aber auch drunter, wenn ihr euch das später anders überlegen solltet und ihr denkt euch, ich möchte aber doch, dass Leute kommentieren können, ist ja ein total schönes Bild, dann könnt ihr das auch noch im Nachhinein umstellen.
Wir haben noch einen weiteren Tipp für euch. Und zwar macht es auf jeden Fall Sinn, erst am nächsten Tag die Bilder zu posten. Und dann könnt ihr nochmal in Ruhe in die Galerie gucken, welche Bilder ihr wirklich schön findet. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl. Genau, und wenn eure Freunde damit drauf sind auf den Bildern, müsst ihr die ja vielleicht auch vorher sowieso noch mal fragen. Da geht es um das Persönlichkeitsrecht. Dazu haben wir auch noch ein Video für euch gemacht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten.